Haben Sie einen Knopf in Ihrer Küchenplanung? Dann wird es Zeit für eine professionelle Fachberatung. Ding Dong mit Bauarena, die ganzjährige Baufachmesse. Sie bauen, wir beraten. So, jetzt weißt du so zuerst an, wo willst du es? Da? Ja, Säge und dann kommt da noch. Jetzt kommst du mit deinem Schaber. Aha. Yeah! Nein! Ja, wieso? Das macht ja total Sinn. Nicht? Ah, ja. Schau, wie schön! Mega! Liebe Ding-Dong-Zuschauerinnen und Ding-Dong-Zuschauer, für unsere Spezialshow hat es uns auf eine der beliebtesten Inseln von Herr und Frau Schweizer verschlagen. Auf Mallorca. Und da gibt es ja unzählige schöne Orte, aber wo ich den Jan Fitze finde, ist wohl klar. Jan! Was ist das? Was ist das? Bierkapitän. Ja, bekommst du jetzt eins? Ja, hä? Hey, danke. Das ist gut, sind die Rollen schon mal verteilt. Ich bin sehr froh. Danke dir. So, ich glaube, wir sind angekommen. Jan, wieso hast du dich für den Start am Ballermann entschieden? Er denkt, wir handeln das Schlimmste am Anfang ab. Dann haben wir es nachher durch. Plus, unser allererster Protagonist, Bernd, der wohnt nur unweit von hier. Und seine Lebensgeschichte ist auch ein bisschen Ballermann. Er hat lange St. Pauli gearbeitet, er hat hier überall gearbeitet. Okay. Und er lebt in so einem umfunktionierten Eselsstall. Was? Ja. Wie startet in einem Eselsstall? Ja, vielleicht hat das seinen speziellen Charme. Der Bernd ist ein Charakter, das kann er versprechen. Gut. Und der Bernd hat gesagt, er sei sehr schwierig zu finden. Er hat nicht wirklich eine Adresse. Darum haben wir beim Bierkönig abgemacht. Das ist so ein wie der Hauptbahnhof. Also, wir machen uns auf die Suche nach dem Bernd. Ja. Und während wir unterwegs sind, können Sie schon mal sehen, wo wir in dieser Sendung überall gehen können. Wow! Und wie erkennen wir den Bernd? Er hat gesagt, er hat einen präsenten Hut. Er hat gesagt, man kann nicht verfehlen. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Ist er das? Ich denke es. Bernd! Es Bernd. Ist der Bernd! Hallo, oh. Bernd! Freut mich, hallo, Jure! Hallo! Grüß dich! Alles gut? Alles gut? Hallo, Jan! Ja, grüß dich! Ist uns nicht Ehre. Mir ist es auch eine Ehre. Ich habe Ordnungsdienst gemacht. Was hast du gemacht? Ordnungsdienst hier gemacht. Ah, du warst hier der Polizist? Nein, 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 nein. Hast du einen Tisch für meine Freunde, ja? Guter Start. Ich brauche ein neues. Ich bin gut reingekommen. Ich brauche ein neues Hemd. Gehen wir zu dir. Ja. Steinwurf von hier entfernt. Ja, ihr fahrt nicht mehr her. Jetzt kommt ihr erstmal mit. Gut. Okay. War das jetzt Mallorca, was wir da erlebt haben? Ach, das ist der Ballermann. Das ist nicht Mallorca. Das ist eine geballte Ladung Blödheit. Schön hast du gesagt. Eine geballte Ladung Dummheit mit sonst noch was, weißt du?
Das ist deine Villa. Das ist meine Villa. Das ist meine Toilette. Ich liebe es. Chinesische Toilette. Und das war ein Stall? Ja, das war ein Stall. Die Wände waren nicht drin. Das war nur das Dach und vier Pfeile. Aber das Wichtigste, wenn man so auf so einem Campo wohnt, ne, das Wichtigste sind die drei Grundelemente: Strom, Wasser und ein Dach über den Kopf. Ne? Und diese Sachen waren nicht, bevor ich eingezogen bin, das habe ich alles gemacht. Ne? Hier Stromanlage. Bläst mich das hier gleich alles weg, oder? Das fliegt nicht weg und so. Das ist hier der beste Platz. Ich sage auch warum. Zwischen diesem LKW und dem Haus geht ständig ein Windzug durch. Ja. Ne? Und deswegen werden die Batterien immer gekühlt. Und wenn ihr bedenkt, die können auch nur Temperaturen bis 35 Grad oder so abnehmen. Und hier sind manchmal über 40. Deswegen ist das immer wichtig. Deswegen habe ich auch die Ventilatoren hier. Und woher kommt der Strom? Von diesen Solarzellen hier. So, und hier ist die Dusche dafür, ne? Ist das Regenwasser? Nee, ich bestelle einen Wasserwagen. Ich habe eine Zisterne. Zisterne, das war auch heiß. Ich sterbe fast. Ja, dann kommt mal in die Kälte. Ja, das ist was auf dich warm. Willkommen im Stall. Kommt mal ran, ihr könnt euch mal hinsetzen. Ah, sind wir in der Stube? Ihr könnt mal den Blick hier genießen, wenn ihr wollt. Hey, Meerblick! Oh, Bernd, wo sind wir? Was? Wohnzimmer. Stube. Ja. Das ist Wohnzimmer, das ist mein Schlafzimmer hier. Oh, ist gemütlich. Ja, ich hab, so, und dann habe ich das schöne Klima. Ja, mach die mal. Oh ja, mach mal Klima. Ja, das ist auch. Oh, ja. Gib mal richtig Gas. Sogar Gas. Du heiß. Ich hab's so heiß. Jetzt. Kommt das? Oh ja, ja, oh, ja. Oh ja, 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 ja. Digga hat was zu trinken für euch vorbereitet. Eiskalt, das ist hier. Hol ich mal hier. Was ist, oh, wie süß ist das denn? Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Das ist roter Traubensaft hier von der Insel, ohne Alkohol, mit Zitrone, mit Zelta und Eis. Holt ihr euch das ab hier? Guckt, hier ist das Eis drin. Hey, ist wie eine Bar hier bei dir, cool. Ja. Dem Alkohol hast du abgeschworen, Bernd? 33 Jahre. Aber du servierst ihn noch. Der hat mich bald umgebracht, ne? Ich habe mehr getrunken wie alle anderen. Ja, das ist so, ich bin da vor 33 Jahren, hat der liebe Gott mich mitten auf der Straße weggehauen, mit totalem Organversagen. Man hat mich ins Krankenhaus gebracht, ich habe 3 Tage im Jenseits verbracht. Das Komische war, im Jenseits und so, ich konnte alles hören, was sie sagten, konnte mich aber nicht bewegen und habe meinen Körper nicht gemerkt, hörte aber, was sie sagten. Und wenn du dann hörst, wie die Krankenschwester, er ist der Scheißrocke, der wird sowieso nicht mehr und so, ne, da kriegst du schon Gänsehaut, wenn du da liegst. Ne. Und ja, so kam das denn, dann kamen sie mit fliegenden Kitteln und wieder mit ihren Wuff, ne, und zack, ne. Und dann das Erste, was ich merkte, in meinen großen Zehen fing das an zu kribbeln. Und dann wusste ich, ich habe das geschafft. Du bist und dann habe ich gesagt, Gott, ich danke dir, ich werde mein ganzes Leben, das schwöre ich, nie wieder einen Tropfen trinken. Ne? Und an dem Tag, an dem ich aus der Entgiftung kam, habe ich die Mutter meiner Kinder kennengelernt. Was für eine Geschichte. Und sie hat mir diese wunderbaren Kinder geschenkt. Die müssen wir jetzt mal anschauen. Ja, kann ich aber rumkommen. Da vorne hängt ein ganzes Album von Bildern von denen. Die sind denn hübsch? Die sind bildhübsch. Bernd, sollen wir anstoßen? Ja, komm, ich hab Durst. Ja, Mensch, ihr könnt doch trinken. Hab ich doch extra für euch. Da habe ich riesen Eis da reingemacht, alle. Hier ist meine Waschmaschine, nagelneu. Ist sie nicht geil? Das ist eine Waschmaschine? Ja, hab ich mit Schleuder. Habe ich noch nicht angeschlossen. Habe ich noch nie gesehen. Nee, ich auch nicht. Ist doch geil. Ja. Woher hast du das? Auf Laden. Funktioniert, ja? Aber, ja, war als Bootszubehör. Das ist eigentlich für Schiff. Aha. Geil, ne? Mega geil. 12 Volt. Könntest du da nicht dein Hemd waschen? Kannst natürlich kann ich Wolldecken da drin waschen und so, aber für Schiff. Ja, also. Ich könnte mein Hemd waschen. Ja? Du kannst ein anderes von mir haben, ja. Nein, Bernd, ist schon gut. Willst du das vielleicht eben haben? Ja, das war's noch. Das ist oder gut. Oder das hier. So etwas in deinem Stil, hä? Nein, das ist Bauch. Das ist bauchfrei. Das finde ich gut. Das ist bauchfrei. Gut. Ja, mach doch nicht. Du hast auch schicken Bauch, ne? Ja. Oder hat er Schwangerschaftsstreifen? Ich weiß es nicht. Das ist auch, so gut kenne ich ihn nicht. Das ist alles bauchfrei. Das kann ich auch anziehen. Du sollst das doch nur anziehen, damit er nicht so heiß wird hier.
Ich liebe das Shirt. Hopp. Tschüss. Okay. Ja, bravo. Ich liebe es. Danke vielmals für dieses Shirt. Nächsten Tag, du kannst auch noch anderes haben. Das ist auch ein alter Trick. Ich war ja lange Jahre in Afrika. Da gibt's ja keine Klimaanlagen und es ist noch heißer wie hier. Und dann macht man das dann immer so, dass man sich so ein Ding beschafft und dann so macht. Und wenn du jetzt in den Venti stellst oder raus, ich mach mal die an die Beine, weil die Geräte haben. Ne? So. Aber das tut schon gut. Tut gut, ja. Ja. Sogar noch leicht parfümiert, oder? Ja. Ja. Mm. Ist das Raumduft? Ja, nicht, das ist Desinfektionsmittel. Ich hab's. Ist gut, ne? Gesprüht. Du siehst echt gut aus, so Jörg. Das Wasser steht dir echt gut. Ja, Bernd, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaub dir jetzt. Ich find's mega. Danke vielmals, Bernd. Lass dich drücken. Ja, du danke vielmals. Alles ist danke. Fest. Ich danke euch. Bernd, danke für dieses fantastische T-Shirt. Ich habe dir auch noch ein Geschenk. Die ist oh, nur die für Brille. Dich. Ja, das ist die darfst du behalten. Geil, ich danke dir. So, und jetzt. Gut wieder hier. So. Gut, und jetzt noch einmal zwinkern und dann sind wir gegangen. Wie geht das denn? So. Für alle Schöpfe. Tschüss, Bernd. War wunderschön. Tschüss. Ciao. Danke dir. Alles Liebe. Bis später. Tschüss. Ciao. Und grüß die Schweiz. Ja. Die Schweizer Heizer. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen. So, Bernd, sein Buch war ein Topinärer, aber er denkt, ich wechsle. Ich habe wahrscheinlich nicht mehr dieses Bierschweiß-Outfit an. Nein, irgendwann ist dann auch gut. Ich glaube, etwa eine halbe Stunde unter der Dusche gestanden. Zu denen, die wir jetzt gehen, sind die einzigen, die wirklich auch von Mallorca kommen. Von der ganzen Insel? Nein, die, die wir besuchen. Aha! Von denen, die wir besuchen. Können Sie Deutsch? Da kommt jetzt ein kleines Problem. Nein. Wie gut ist dein Spanisch? Nichts. Null. Nada. Null. Wirklich nichts. Zero. Sombrero. Sombrero. Ja, das ist es etwa. Also gut, fangen wir mit Basics an. Hola. Hola. Mucho gusto. Was heisst das? Hoch erfreut. Und ich sag und mucho sagst... gusta. Nein, nein. Gusto. Mucho gusto ist aber so. Ich bin ja eine Frau, die erfreut ist. Ja, aber jetzt in dem konkreten Fall ist die Endung. Also, hola, mucho gusto. Mucho gusto. Si. Si. Also, wir gehen jetzt zu Maria Magdalena und zum Tomeo. Die besitzen das älteste Haus von ganz Campus. Mhm. 7 Schlafzimmer, 4 Bäder, eine Küche mit Kamin, ein Musikzimmer, ein großes Wohnzimmer, ein Estrich, ein Weinkeller, ein Innenhof, eine Privatkapelle. Was? Und die wohnen allein dort? Solo. Das Coole ist, es ist eigentlich sogar nur so ihre Zweitwohnresidenz. Das Haus war gerecht abgekundet und dann hat man es im Jahr 2012 für 2 Millionen renoviert. Und soll jetzt ein rechtes Bischof sein. Schön. Ich habe es etwa 70 Mal gesagt, aber ich sage es noch mal. Leck, ist das heiß. Leck, ist das heiß. Magst du noch? Puh. Der funktioniert nur bis 30 Grad. Der ist fertig. Das ist eigentlich wie ein Thermometer, der Jan. Wenn er nicht mehr funktioniert, weisst du, ist über 30. Ist es das? Oh ja. Das wäre ja der Knaller. Ich glaube, es ist das. Oh mein Gott. Der Großvater der Protagonistin hat hier drin gewohnt und der war der Bankpräsident. Also Bankpräsidenten-Suite. Oh! Kommt schon jemand? Vorbereitet? Bringt ins Spanisch. Aha, Sie reden Deutsch? Ich bin Silvia Facetti. Hallo Silvia Facetti. Oh, das ist ein angenehm ja, hier drin. Sehr, Silvia. Oh! Wow. Und sie kommt gerade, das ist der Hausbesitzer und die Hausbesitzerin. Grüezi miteinander. Silvia. Übersetzt.
Ja. Hola, encantado. Hola, Viola. Hola, mucho gusto. Mucho gusto. Hola, señor. Mucho gusto. Tomeo. Tomeo. Sí, sí. Auf Schweizerdeutsch sagen wir Tomo. Bei uns ist es Bartomeo und die Abkürzung Tomeo. Tomeo. O todo, más es pequeñito. Vale. Para decirnos. María Magdalena. Hola. La señora, la soy María Magdalena. Soy Viola. Mucho gusto. Ja, mucho gusto. Mucho gusto. Ein berühmtes Haus, hä? Es ist ein sehr altes Haus und berühmt im Dorf, weil wir es aufwendig renoviert haben. Das Haus ist 1724 gebaut worden. Das sieht man an dieser Tafel dort. Das Haus ist aber ziemlich gross. Ja, es ist sehr gross. Quantos? Mil. Aproximal 1000. 1000? 1000. Das ist der Eingang und alle Möbel sind antik. Alles original aus der Zeit. Keine Imitationen. Kein Ikea. No. Original. Wer ist das? Das ist meine Klavierlehrerin. Klavierlehrerin. Ist sie immer da? Nein, wir haben sie extra eingeladen, dass ihr sie kennenlernt. Jan oder Juan. Juan. Juan ist mejor. Yo, Margarita. Viola. Viola, sí. Viola. Sí. Luego yo también fui. Wir haben uns bei ihr kennengelernt und auch dort verliebt. Sie hat vor mir die Klavierstunde und meine Klavierlehrerin hat mich dann immer 10 Minuten früher in die Klavierstunde genommen, dass ich sie noch sehen kann. Sie haben sich beim Pianospielen verliebt. Also nicht die Lehrerin oder no, no, no. Sie zwei haben aber auch gelehrt bei ihr. Ja. Und dort haben sie sich verliebt. Ich sage, er ist nur Klavier spielen zum und Möbel. Und eine andere Sala. Das sind meine Eltern und meine Kinder. Und wo wir geheiratet haben. Con il piano. Claro. Claro. Und der Sekretär, der ist sehr speziell, französisch und extrem schwer. Kann ich probieren? Nicht! No! Das ist original! Si? Nein! Okay. No! Original. Jetzt habe ich gerade einen Schweißausbruch. Als ich und meine Schwestern auf die Welt kamen, sind, war das Fernsehzimmer meiner Eltern. Das ist meine Mutter in einer typisch mallorquinischen Tracht. Mucho gusto. Gusto mucho. Mis padres han fallecido ya, los dos. Das ist unser Schlafzimmer. Schön. Da schlafen wir. Genau. Da haben wir ein Keimfach. Oh, oh, ein Keimfach. Si, ahora música. Ah, der Tresor. La caja fuerte. Pero hemos tapado la combinación para que no se pueda abrir. Para que no sepan los números. Jetzt sechs abgeklebt, damit man. Damit ich nicht probieren kann. Und was ist da drin? Nur kleine Sachen. Poca cosa. Die kleinen Sachen sind die wertvollsten. Wow, da ist noch viel mehr original. Oh, me mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Mucho, mucho, mucho. Das sind typische Figuren aus Mallorca. Wenn man hier reinbläst, dann pfeift es. Mhm. Aquí. Mira, muy bien. Das ist wie Alphorn. Oh! Schau jetzt, komm's! Du kannst das gut. Ja klar, ich bin ja aus Mallorca. Das Esszimmer. Oh. Wow. Der Tisch ist gut eine Tonne schwer. Una. Eine Tonne. 1000 Kilos. Ah, probier. Okay. Ich muss noch einmal probieren. Cuidado con la espalda,
Ich sehe schon den Bandscheibenvorfall. Arnold Schwarzenegger. Ja. Una, do. Una, dos, tres! La pusieron con dos grúas. Ah, sí, mit dem Kran. Porque no podían levantar. Unglaublich. Okay. Die Zisterne ist eine der grössten in der ganzen Stadt. Können wir schauen? Ja, klar, es hat Wasser. Hola! Me gusta, me gusta, me gusta. Wie heißt es? Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. ¿Cuántos metros? 60. What? 70. Was? 60 Meter. Da drinnen kann ich nicht schwimmen. No. No. Nein, besser nicht. Da sind wir im Musikraum. Das ist das Klavier, das ich von meinen Grosseltern bekommen habe. Und sie ist gekommen, weil sie uns jetzt etwas Spanisches vorspielt. Eigentlich müsste das jemand von euch beiden spielen. Ja, eigentlich schon, aber jetzt haben wir dich engagiert. Mejor ella. Paso doble. Paso doble. Ist der zum Tanzen? Sind ihr parat? Was passiert? Oh! Esto es la capilla. Y esto es el altar. Das ist die Kapelle und das ist der Altar. Und da innen sind die Relikte von einem Heiligen. Hay la reliquia al hueso del santo. Esto es un altar restaurado de piedra. Der Altar ist restauriert worden, aber wir haben ihn noch nie aufgemacht. Die Spezialisten, die gekommen sind, haben gesagt, dass im Inneren ein Knochen von einem Heiligen liegt. Irgendwann machen wir ihn auf und dann wissen wir es. Also sie haben es nie kontrolliert, sie glauben es einfach. Nein, nein, sie wissen schon, dass so etwas drin ist, aber sie wissen ja nicht, wer von welchem Heiligen. Mhm. Venga. Hola. Cuidado, nein, 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 wenn man so ein Haus hat, fühlt man sich dann wie ein König. Er sagt, er fühlt sich da wie der König. Das habe ich verstanden. Und unser Hund heisst König. Aha. Und es heisst ja so wie der Hund, so der Held. Yes! Und besser als das. Wow. Como lo hacemos? Arriba! 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 Abajo! Abajo! Al centro! Al centro! Al centro! Al centro! Al centro! Salud!
Está mal, ¿eh? Está bueno. Sí, bueno, disculpa no, para el accidente. No se ha roto. No, no, no. Sí. Podemos aprovechar. Esto puede estar bien. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. Das nächste Ziel, hä? Old school Jan. Also von Palma fahren wir jetzt ziemlich in die Mitte der Insel nach Juby. Ein 2000-Seelendorf. Und dort hat ein Schweizer seinen Traum verwirklicht. Oliver Bucher, ein Möbelbauer. Und Oliver hat mir gesagt, es lädt ein, dort zum Ferien machen, seine Finger. Aber wir sind nicht zum Spass da. Darum habe ich gedacht, wir bauen noch ein paar Hürden ein. Das heisst? Ich war sehr fair, ich habe etwas für mich ausgewählt und etwas für dich. In was für einem Bereich hast du weder Ambitionen noch besonders viel Talent? Ja, in diversen. In Spinnenhaltung. No. Im Kochen. Ja! Jetzt kommt ein Koch. Hat der Bewunderer einen Koch? Er hat einen bestellt. Er hat gesagt, alles sei möglich dort. Und du darfst mit dem zusammen uns zur Nacht machen. Okay, cool. Und für dich? Irgendwo bin ich wirklich unter jeder Sau. Es ist sogar leicht peinlich. Hä? Das Yoga? Yes. Während du ein Paella kochst, habe ich eine Yogastunde. Da links. Also es windet ja, gell? Wo windet es? Es ist eine Bullenhitze. Oh. Ein Tor. Welcome, Viola und Jan und Team Grüezi. So schön. Wo kann man da läuten? Hey, wir heißen Ding Dong. Wo läuten wir da? Ja, das ist noch eine Telefonnummer. Hallo! Kommst du durch? Und jetzt? Und wir? Okay. Was muss ich ihm sagen? Meine Kollegen sind zu dick fürs Tor. hey. Also, wir warten hier. Ist gut. Ah, da hat es etwas. Wie heisst das Zauberwort? Mach! Wie heisst es? Bitte! Ja! Oh Gott. Sorry, das müssen sie. Oh, hey, shit, aber wenn es so heiß ist, kann ich nicht denken. Oh, also. Hey, das sieht ja aus wie ein Dörfli. Schatten. Hey, aber das ist ja wie so eine. Hallo? Hallo! Hi zusammen! Hallo, hallo. Viola. Hoi Sandra, freut mich. Jan. Hoi Oliver, freut mich. Freut mich. Hallo, ciao. Hallo, Jan. Sorry, ich kann nicht mehr reden, es ist zu heiß. Habt ihr nicht heiß? Und wir. Ist brutal, oder? Ja. Komm schon. Doch. Ja, ist auch für uns zu heiß. Echt? Ja, weißt du, wie heiß es ist? Das Auto zeigt es nicht mehr noch einfach. 35. Ah, nur? 35. Nein, es ist bestimmt mehr. Nein, ich weiß, es ist mehr. Gut, ja. Ihr seid vielleicht so gewöhnt, ne? Ja. Wir sind so gewöhnt. Wie oft sind denn ihr da? Ja, wir sind relativ viel da. Ich würde sagen, eine Woche pro Monat. Okay. Das haben wir jetzt seit 5 Jahren. Und, ja, und seit 2 Jahren sind wir operativ auf dem Markt, sagen wir so. Operativ auf dem Markt? Auf dem Markt, dass man es mieten kann. Aha. Können wir ein bisschen laufen, während wir reden? Dann haben wir ein bisschen Laufwind. Ja, super. Aber ich kann es euch ja zeigen mal. Ja, gerne. Absolut, sehr gerne. Ja? Gut.
Also das war ursprünglich mal ein Ziegenstall. Ha, schon wieder. Wir kommen gerade vom Eselstall. Ja. Eselstall, das war ein Ziegenstall. Ja, den haben wir dann umgebaut. Aber ist das eigentlich easy, um eine Finca zu kaufen in Mallorca? Jetzt nicht mehr. Der Boom Moment hat nach Corona hat, ja, das ist absolut verpasst. Die Preise sind auch unheimlich hoch. Damals, sagen wir, von 5 bis 10 Jahren, war es noch vor allem im Landesinneren möglich, als wir das gekauft haben. Haben alle gesagt, Kollege, du spinnst. Im Landesinneren einen Ziegenstall, Geissenstall kaufen, keine Chance. Du willst noch mehr sein, willst du mehr sehen und so weiter und so fort. Ich habe gesagt, nein, das Tramuntana-Gebiet im Landesinneren. Ich glaube, wir gehen hier rechts. Ja, okay, jetzt ziehe ich mich halt zum Pool, gell? Ja, ja, ja. Schon gedacht, ja. Ah, dann zieht es dir bestimmt auch dahin. Wieso haben wir da noch? Ja, eine schöne unsere, Dusche, eine grosse Dusche. Oh, das war immer so der Traum, eine grosse Dusche zu haben. Wie im Dschungel. Am liebsten würde ich sogar mit den Kleidern. Ja. Willst du? Willst du die Schuhe ausziehen? Soll ich schnell anstellen? Es kommt von oben, gell? Einmal der Kopf. Da ist sehr warm. Oh, jetzt ist schön. Nein, nein. Wenn seine Ideen regieren, bist du eher du, Sandra? Nein, oder? Ist mehrheitlich der Oliver. Okay. Ja, ja. Aber ich gehe dann die Feinumsetzung. Ja. Hey, das ist ja riesig. Wie viele? 6 Hektar, 60.000 Quadratmeter. Das ist die Terrasse. Jetzt gehen wir rein. So schön. Gehen wir rein. Sehr schön. Ja, wir sind jetzt hier im Haus, in einem ehemaligen Geissenstall, der jetzt umgebaut worden ist. Da hat sehr viele Stühle an dem Tisch. Für wie viele Leute ist das Haus? 12. 12 Personen. Wir haben jetzt überall Zimmer, ich zeige euch zwei Zimmer, sind alle ungefähr so in dem gleichen Stil. Wir sehen jetzt hier eins. Es hat so ein Ibiza, Marokko, so Marrakesch-Stil sind die eingerichtet. Also es ist wirklich eines der schönsten Schlafzimmer, die ich je gesehen habe. Wir haben grosse Fenster gemacht, wo man auch rausrennen kann, wenn ja. Etwas ist. Was können Sie? Was können Sie? Ja. Wenn das Bett nicht schön ist. Wenn es Theater gibt. Haben die manchmal auch Theater? Nein. Nein. Nach 25 Jahren. Nein. Gibt es das nie? Hat man kapituliert, oder? Wenn man rechts geht, dann sieht man noch anders. Aber wir sind alle so ein bisschen im gleichen Stil. So schön. Das Haus ist nicht für uns gebaut. Wieso? Aha. Sandra, aber du siehst dich auch nicht, oder? Nein, aber deswegen gibt es ihn ja links, den Spiegel. Das ist nicht okay. Ich kann dir ein Schemmeli holen. Ja, merci vielmals. Wir diskutieren jedes Mal über den Spiegel. Deswegen musst du nach links schauen. Ich sehe das da, ich sehe nicht. Ah ja, ui. Da kommen wir. Dann zum Ausgang. Da wird mal wieder rausgerührt. Ja. So, schön gewesen. Zum Glück habe ich noch eine Aufgabe. Da können Sie mich einfach rausrühren. Nein, also Oliver, Sandra, es ist mega. Danke vielmals. Unglaublich danke. Schön. Danke. Unglaublich. Danke. Also das Haus und den Garten haben wir gesehen. Das heisst, jetzt mit mir wahrscheinlich auch Zeck, oder? Also wir haben ja beide eine Aufgabe. Der Jan Yoga und Grande ich Finale. Kochen. Genau. Hola. 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 Oder brauchst du schön übersetzen? Nein, ich glaube, das kannst du nein, probieren. Nein, das ist schön. Jetzt allein und sieh. Ein, du? In, okay. Gut, spritzt das nicht? Nein. I got it. Bend your legs. What, like this? To the earth. Marinade. Marisco y pescado. Aha. Das Fischmarinade. Versteht das jemand von euch? Dann say hello. Hello. Das ist muy relax. Aha. Esta cooking relax.
Okay, oh, jetzt kommt schon der Reis. Okay, ja, el arroz lo ponemos aquí. Okay. Así. Ah, ja. And hang, don't sit up. I hang? Just hang. Okay. How do you feel? I feel good. Ah, and now it's to bloop bloop. Ya está. Oh! Oh my God. Hey. Take it easy. Thank you so much. Oh, Gabi, thank you. Kann man es da draufstellen? Ja, klar. Ja. Also ich muss es zugeben, Rosario ist schon so ihr Werk. Ich kann einfach machen. Rosario e Viola. Muchas gracias. A vosotros. ¿Viola era una gran ayuda? Sí, ha sido la ayuda perfecta. No hay una mejor. Gracias. Gracias. Muy bien. Oliver, Sandra, danke für die Hilfe. Danke vielmals. Merci. Sandra, danke. Bei uns wird es noch ein bisschen heißer. Wir gehen noch klappen. Ja, Farah's Legendary Club. Die Farah, die wir jetzt besuchen, die hat den Club erst vor einem Monat eröffnet. Und sie ist eher per Zufall dort vorbeigekommen und dann hat sie gesehen, der heisst Farah's Legendary Club. Und der hat vor 46 Jahren zwei Holländer eröffnet, als glaube ich, einer der ersten Clubs von ganz Mallorca. Ooh. Ooh, baby, I love you with. Ah, du kannst deine Musik wünschen. Und wie heisst der Song? Ich denke mal, ooh, baby, ooh, baby, I love you way. Baby, I love your way every day. Yeah, yeah. Ooh, baby, I love your way every day. Yeah. Cause your love just won't wait. Silvio, the fish! Ooh, baby, I love your way every day. Weißt du, was wir noch machen? Umziehen. Yes. Updressing. Ich würde sagen, umziehen an der Tankstelle hat Stil. Absolut. Soll ich mich zuerst umziehen? Ja, gern. Oh, okay. Ja, dann gib uns einfach die Hemden aus. Und dann, machen wir es draußen? Ja. Gut, Preis. Ich würde sagen, das hier ist für den Ivan. Oh. Das wäre etwas für den Marin, oder? Oh ja. Marin? Ist das nicht ein bisschen? Gut. Silvio, ich glaube, das ist etwas für dich. Und ich mache den hier. Vamos! Disco, Disco, Partisani! Parati! Okay, du holst uns raus. Disco, Disco, Partisan. Sind wir auf der Liste? Wie alt wirst du? 54. 54.
So schön dürfen wir da sein. Ja, danke. Mega cool, wir können dich dann noch besuchen, gell? Ja, ich bin immer so. Dann haben wir noch morgen Nachmittag. Ich freue mich mega, zu dir zu kommen. Ja, ja. Hast du gerne Tier? Ja, sicher habe ich gerne Tier. Ja, ich weiss nicht. Nein, ich habe mega gerne Tier. Aber wenn man mit den Tieren kann, ist bei mir die Heidung. Ja, nein, ich habe mega gerne Tier. Danke. Ich habe jetzt eine neue Strategie gegen den Schweiß gefunden. Das wäre? Ein Foto-T-Shirt. Das saugt alles direkt auf. Alright, wir sind jetzt auf dem Weg zu der Fähre. Ich hoffe, sie hat ihre Geburtstagsnacht gut überstanden. Ja, und da irgendwo in der Nähe, nicht unweit von ihrem Club, sollte ihre Finca Noah sein. Dort lebt sie mit ca. 160 Tieren, die sie gerettet hat. Arche Noah! Yeah! Oh. Schön. Das Spezielle bei ihr ist, sie hat mal ein rechtes Luxus-Jet-Set-Leben geführt. Sie hat mir gesagt, wenn sie mal schnell gehen musste, sind sie und ihren damaligen Mann nicht mit dem Auto gegangen, sondern mit dem Helikopter. Ja, hast du dir auch schon ein paar Mal vorgeschlagen, aber du willst nie. Und sie hat jetzt auch eine Partnerin. Okay. Also sie hat schon ziemlich alles auf den Kopf gestellt. Die Dörfli sind schon hübsch überall. He? Aber immer ausgestorben. Ja, also, sie ist auch schon wieder eine Siesta. Schon wieder eine Siesta. Wir sind wirklich die Einzigen, die mit der Siesta unterwegs sind. Ich sehe ein Pferd. Ich glaube, da ist es. Meinst du? I check. Ein riesen Verkehr. Weißt du, ob das gesund ist für dich? Hä? Sie wünscht's. Was? Sie wünscht's. Ja und? Ist ja noch kein Zeichen. Ich will das Schocki und es ist nicht gut. Okay, dann kommen wir jetzt halt nichts über. Farah! Hallo! Hoi! Hallo, ich bin mit dem Arzt. Ich glaub's. Wir stehen bei einem Esel und einem Pferd. Hoi zusammen. Oh, oh, Schäferhund. Mehr wie ein Schäferhund. Vier, fünf. Okay. Da wird es. Da neben dem Traktor. Oh nein. Nein, ich will da nicht raus. Ich will da nicht raus. Bleib mit rein. Bleib mit rein. Nein, ich gehe nicht raus. Dann geh zuerst. Du gehst zuerst. Du gehst zuerst. Schere, Stein, Papier. Nein! Scheiße! Sind die voll easy, Fahrer? Voll easy, außer die Braun. Einfach nicht streicheln, die Braun. Nein. Jan. Herzlich willkommen auf der Big Brother. Sind die nicht alle Braun? Okay, alle Mut zusammen. Hoi, du lieber Huhn, willst du von meinen Nüssli? Oh, hättest du gerne Nüssli? Nein. Okay, dann lassen wir die Nüssli. Fleisch. Gut. Du sagst, wenn es okay ist. Hoi, Farah. Ich sag dir gerade heute, dann sehen sie, wir sind Friends. Hoi. Hoi. Sind wir am Schwitzen? Hast du es gespürt? Vielleicht bin ich. Leider, dabei habe ich heute extra mein Frotte-T-Shirt angelegt, das alles aufsaugen sollte. Ist alles gut? Kann man es wagen? Man kann es wagen. Du darfst, du darfst. Sie sind voll friedlich. Hoi, Farah. Grüße. Leck, bist du eine Schöne. Ja, gleichfalls. Hey, Farah, das hast du mir nicht gesagt. Zum Gemischten. Nein. Ja, das ist ja gleich. Mir hat sie nur gesagt, in der Schweiz.
allein? Nein, jetzt habe ich zwei Angestellte. Ja. Und Nadine hilft mir. Nadine ist deine Partnerin? Ja. Soll ich euch Pinka zeigen? Ja, gerne. Sehr gerne. Kommt! Kommt! Frau Meier! Frau Meier? Wer ist Frau Meier? Nicht wahr? Hallo Nadine! Hi! Hi! Ja, komm her, komm her. Hi, alles gut? Viola, ja, freut mich. Also gestern haben wir dich auch schon gesehen. Ich bin schon ein bisschen verschwitzt, aber vielleicht so. Pass mir. Also gut, ja. Du kannst dich an meinem Fototuch ab. Sollen wir zu der Coco? Woher hast du denn Coco? Coco habe ich gerettet aus einem Balkon. Die hat man essen. Was? Was? Ja, Rehpfeffer. Das isst man auch in der Schweiz. Und dann hat man sie auf dem Balkon aufbewahrt. Yeah. Zum Stopfen quasi. Bis sie etwas dran hat. Ist etwa schätzungsweise 10 Monate alt. Und dann gibt es einen Rehpfeffer. Oh, hallo zusammen! Hallo zusammen! Coco! Wo ist jetzt die Coco? Coco kannst du rufen, dann kommt sie. Angel, komm weg. Das ist für Coco. Ja. Coco! Coco, komm! Nein, ich kann nicht mehr. Los auf ihren Namen. Coco! Oh! Coco, ganz ruhig. Coco! Na? Wer kommt da schon? Das ist der Angel. Kommt der Angel auch etwas über? Der Angel kannst du auch eins geben. Flache Hand? Nein, nein, die kann es so geben. Die bissen nicht. Angel, ja. Hast du kein Gebiss? Droh. Ja. Oh. Hat einfach Anstand. Coco. Oh! Nein! Nein, no, Angels! Coco, da. Hey! Nein, jetzt hast du am Boden geflogen. Aber ich muss ein bisschen üben. Du vertraust nicht. Coco! Ja, ich habe ein bisschen Schiss. Ich habe Schiss vor allen Tieren, Mann. Ich war noch nie so nah bei einem Reh. Du bekommst den ganzen Sack. Mit welchem Tier hast du es nicht? Oder nicht so? Du fragst gescheiter umgekehrt. Mit welchen Tier hast du es? Gückel finde ich cool. Also, dann gehen wir jetzt zuallererst mal zum Theo. Ist das der Theo? Nein. Oh, Lämmer. Sind die Gückel aber nicht farbig? Ja, andere suchen. Ist das der Theo? Das ist der Theo. Hoi, Theo. Da unten hat es gerne. Theo, du hast ein gutes Gleichgewicht. He? Cooler Typ. Ich war gestern im Acro-Yoga. Das ist fast das Gleiche jetzt mit dir. Einmal runter, Theo, und wieder rauf. Du kannst dich ganz auf mich verlassen. Das wäre hure cool. Einfach die ganze Zeit so ein Gückel auf den Schultern? Ja. Aber er passt irgendwie zu dir. So. Wie viele Kosten hast denn du im Monat? Mit Futter rechne ich etwa zwischen 10.500 und 12.500 Euro. Das versuchen wir mit Spenden versuchen, ja, zu finanzieren. Im Monat? Ja, aber da habe ich noch keine Miete. So Miete die zahle ich privat. Also hier haben wir eine eigene Klinik, wo wir kastrieren, impfen, Tier versorgen. Wow. Lass da! Dann haben wir eine Katze, die wir vermitteln. Den Hund, den ich vermittle. Ah, wer vermittelst denn die? Wir kommen immer Anfragen über, hauptsächlich von der Schweiz, die Zuchten nicht mehr unterstützen und vielleicht unbedingt einen Tierschutzhund wollen. Mhm. Seit wann bist du hier auf der Insel? Fest hier auf der Finca 3 Jahre. Nadine, was hast du gedacht, als du Farah kennengelernt hast und alle ihre Tiere? Hat es den Segen gebraucht von den Tieren? Verrückter Mensch. Ja. Aber positiv verrückt. Mhm. Positiv verrückt. Ich kann einfach mit den Tieren besser als mit den Menschen. Habe ich das eigentlich richtig interpretiert? Du hast sogar deine alte Beziehung geopfert für die Tiere. Eine alte Beziehung? Also so alt ist er also nicht. Die, nein, ich meine, ich sagen, deine ehemalige Beziehung. Also, ja, es ist irgendwann. Du warst ja verheiratet mit. Mit einem Mann. Und irgendwann hatten wir. Es ist halt immer mehr geworden. Ich habe dann wieder eine Katze gefunden, wieder einen Hund gefunden und wieder ein Tier gefunden. Irgendwo hat er gefunden, mit mir nicht. Dann habe ich gefunden, was soll ich?
angefahren, auf der Straße liegen. Und dann hat er gesagt, nein. Und irgendwann ist die Frage gekommen, ich oder dir? Und das war für mich einfach die falsche Frage. Und dann und er hat mich so kennengelernt als Tierfanatiker. Und dann habe ich mich für dir entschieden. Wie schnell? Oh, sehr schnell. Innerhalb 24 Stunden. Wir waren 10 Jahre zusammen. Wohin geht es jetzt? Jetzt gehen wir zu der Margrit. So. Schneller, Fahrer, schneller! Oh, shit! Aha, Highlight. Und du hast gesagt, du schaffst noch. Was schaffst denn du noch? Ich arbeite in einer PR-Eventagentur. Ja, von dem finanziere ich das Ganze. Okay. Ja, und jetzt hast du noch deinen Club, wo wir gestern waren. Ja. Schau mal, Margrit, wir haben Besuch. Hoi, Margrit. Schweiz. Nein, hoi. So. Ja, das ist Freude. Margrit. Aber dein Tag hat auch nur 24 Stunden, oder? Ja, müsste mehr haben. Eigentlich. Irgendwie hat man den falsch gerechnet. Aber der geht auf. Da der Tiergnadenhof führen, in einer PR-Agentur arbeiten und einen Club führen. Ja, der Club ist ja nur zur Nacht. Da würde ich ja schlafen. Wann schlafst denn du? Ja, eben nicht so viel. Wo geht man da bei dir rein? Wir können gerade über die Garage gehen. Das ist Garage? Das ist unsere coole Garage. Ja, ein bisschen umgebaute. Ist das eure offizielle Küche oder da für die Leute, die bei dir arbeiten? Nein, das ist nur für die Volontäre. Aber dann muss ich nicht mein ganzes Privatleben teilen. Ich nehme mir nicht Water, ich muss erst alles retten, die darf ja nicht rein. Aha. Sonst lebt ihr nicht mehr lang. Ah, den Katzen. Warte. Oh, Mann. Kommt rein, kommt rein. Die Hunde bleiben da draußen. Ja. Also, herzlich willkommen. So sieht's aus. Fahrersreich. Ja. Hey, aber schön bei dir. Ist mega schön. Ja, schön. Du bist einfach nonstop am Putzen. Hier ist eigentlich der Haupteingang. Gehen wir mal rauf. Ist das sauer? Ich liebe Briefli am Spiegel. Ich ja. Das ist Nadine. Jeden Morgen. Ah, wirklich? Das sind ja alle. Jeden Morgen. Egal wie chaotisch es mit dir ist und noch wird, ich bin verliebt in dich. Da ist dein Büro, hä? Im Ex-Mann. Ist das er? Ja. Oh, und da hast du noch all die teuren Täschchen von früher. Ja, die ich wirklich nicht mehr brauche. Crazy! Siehst du das gerade? Ja! Wie viele tausend Stutz liegen da rein? Ja, ein paar. Wieso verkaufst du sie? Ich komme ja nicht mehr über. Wie teuer sind die? Ich glaube, etwa 3. 3000 Stutz. Weißt du, wie viele Katzen könnte ich kastrieren für das Geld? Ah, ein Lüftli! Ein Lüftli. Wow! Schau mal! Mit Sicht aufs Meer. Mach den Sprung ins Meer.
Weg nach Cala Lombards. Weil die Dame, die wir jetzt besuchen, die hat wirklich eine Wohnlage, wie man sie sich nur erträumen kann. Es sieht sogar auf dem Google Maps eine Helikopterperspektive. Impressionante aus. Sie heißt Dörte Wehmeyer und hat dort so einen Kunstpark erschaffen vor ihrem Haus. Sie nennt ihn Garden of Tolerance. Was wächst dort? Das sind tolerante Blumen. Sie sind eher so Stahlkonstruktionen und so. Also, es ist ein Kunstgarten. Sie hat irgendwann in ihrem Leben gefunden, sie wollte ein Statement setzen gegen die Ungerechtigkeiten in der Welt, die sie ein Leben lang beobachtet hat. Aber ich hoffe, wir kollabieren nicht, weil es ist heute wieder irgendwie gerade vorhin im Radio gemolken worden. Heißeste Tag in Mallorca und ihr Grundstück ist ziemlich gross. Welcome to the Garden of Tolerance. Ist das der Eingang? Dort? Da hat es eine Spur. Das sieht nicht nach. Ist es nicht auf der Seite? Da hat es eine Leute. Sind es nicht Lichtschalter? Alarma con aviso della polizia. Wow! Aber das ist niemals der Eingang. Aber was für ein Bild? Oh, dort hinten ist jemand. Warte. Da ist sie doch, oder nicht? Dörte? Wir sind nicht beim richtigen Eingang, oder? Das ist der richtige Eingang. Das ist der richtige Eingang. Könnt ihr reinkommen? Super. Ich habe auch Sonnencreme für euch. Hast du das schon vorbereitet? Die machen das Loch ja immer größer. Sonnencreme. Ja, gerne. Ja, ein bisschen. Wo sollen wir es hinschmieren? Wo ihr wollt. Machst du da drauf? Hey, das ist mal Service. Unglaublich. Unglaublich. Jena Ordinado, schon Lady Apfel. Kannst du jetzt mal oben runterfahren? Wo ist das? Schau, da ist jetzt einfach schön. Ich will einfach nicht immer deine Quäkstimme dazu haben. Geht das? Mucho gusto. Ich will es einfach mal geniessen. Der ist immer so laut und spricht so viel. Und jetzt möchte ich einfach mal. Das ist ja gut, ich mag ihn ja auch sie dafür. Sie ist selbst auch laut. Ja, aber nicht, dass jetzt ein falsches Bild vermittelt wird. Dieses Grundstück hatte ich eigentlich für Freunde gesucht, die unbedingt hier nach Cala Lombards kommen wollten. Und in letzter Sekunde, als ich dieses Traumgrundstück gefunden hatte, sagten sie, nein, sie wollten doch nicht, sie haben sich anders überlegt. Das sie wollen doch Glück. Kein Haus. Ich konnte meinen Mann nicht erreichen. Und dann bin ich einfach zur Bank gegangen, habe das wenige Geld, das wir da hatten, abgehoben. Und er wusste, welchen Blick man hat und was für ein Grundstück es ist. Und dann haben wir es gekauft. Es war unglaublich glücklich und unglaublich günstig damals. Und dein Mann? Der ist vor 2 Jahren gestorben. Leider. Mhm. Aber ihr habt das zusammen gekauft und ihr habt hier zusammen gelebt? Also ich habe alles hier selber gemacht. Mein Mann war Notar und er hielt sich von jeder Kunstidee fern. Okay. Aber er hat immer an mich geglaubt und war innerlich immer an meiner Seite. Jetzt fangen wir an, jetzt gehen wir nach hinten.
Wohin gehen wir? Wir fangen an mit dem Irrgarten. Und ich fing an mit der Kunst überhaupt, weil es für mich wie eine neue Sprache war. Ich bin Psycholinguistin und habe 10 Jahre lang ein Institut und eine Unternehmensberatung gehabt. Aber es war mir wichtig, zu einem Thema Stellung zu nehmen, das in Deutschland totgeschwiegen wurde. Und das war unsere deutsche Vergangenheit. Aber es muss dreidimensional sein. Es muss groß sein. Es muss schwer sein. In Deutschland erstickte ich an dem Nichtgesagten, an dem Nicht-Ausgesprochenen, an dem unter den Teppich gekehrten. Und hier spreche ich in der Form, die ich kann. Ein anderes Thema, das immer wieder aufkommt, ist die Kinderarbeit in Afrika oder in Asien und die Versklavung. Wir haben überhaupt nicht mehr das Ende der Sklavenarbeit, sondern wir haben eine ganz neue Versklavung durch Geiz ist geil und durch Gewinnmaximierung. Dies ist ein Davidstern. Und hier war mein Bestreben, dass wir, jeder Mensch, also ich besonders, die Dinge aus allen Perspektiven betrachte. Nicht aus der Perspektive, die man selber als Einzelner dann hat, mit einem Tunnelblick, sondern aus allen Richtungen. Du bist jetzt 79, oder? Wie alt bin ich denn? 78. 78. Ich werde im November 79. Ja, aber du sprühst vor Energie. Ja, absolut. Ja, oder täuscht das nicht, ich hab oder? Ich habe ein wunderschönes Leben. Ich habe einfach ein wunderschönes Leben. Wie viel pro Jahr arbeitest du an deinen Installationen? Also im Sommer mache ich gar nichts. Da versuche ich einfach in der Hitze zu überleben. Und im Herbst reise ich ganz viel und sammle Ideen. Im Winter zu Weihnachten und danach mache ich ein Konzept. Und im Frühjahr, so ab März und spätestens April, Mai, maloche ich. Von morgens früh bis abends spät. Das ist deine Höhle. Das ist meine Höhle. Meine Kunsthöhle. Das ist ja gigantisch. Ja, ich habe euch gesagt, es ist auch was zu gucken. Ich glaube, durch Mallorca habe ich zur Kunst gefunden. Durch die Steine, durch das Licht, durch die Pflanzen, durch die Natur, durch die Ruhe. So, wir haben es geschafft. Ach. Bisschen im Haus. Wie viel Grad ist es heute eigentlich? Weißt du das, Dad? Hier drin ist 30 Grad, aber draußen ist es bestimmt 36. Ja, aber du bist es ja eigentlich gewohnt, oder? Nee. Nicht? Und ganz ehrlich gesagt, mit 78 sind die meisten im Altersheim und werden künstlich gekühlt. Und oh Gott. Wo beginnen wir, Dad? Wo dürfen wir hin? Ihr geht hin, wo ihr wollt. Wo wir wollen. Dann steuere ich da mal zur weißen Küche. Küche. Hier geht's in meinen Schlafwohntrakt. So, und das ist jetzt der Schlafbereich von mir. Und
groß ist es dir nie, wenn du hier alleine bist? Nee, gar nicht. Weil das eigentlich ist wie eine Etagenwohnung. Ja. Hier hast du den Wohnraum, da hast du den Schlafraum und die Küche und Bad. Und mehr habe ich ja nicht. Es ist ja an sich eine ganz bescheidene Etagenwohnung. Absolut. Aber auch die Dörte muss waschen, trotz diesem Haus. Hör mal, ich mache hier ganz viel. Ich kann, weißt du, wenn du so viel Geld für Kunst ausgibst, ja, ab und zu verkaufe ich auch was. Früher habe ich gut verkauft, aber jetzt ist das mehr wie eine ständige Ausstellung. Und das kostet so viel Zeit, Energie, Kraft und auch Geld. Da muss ich natürlich unglaublich vieles selber machen. Aber das selber machen stört mich nicht. Stell dir mal vor, ich wäre in einem Altersheim. Da würdest du künstlich gekühlt, oder wie hast du gesagt? Ja, da würde ich künstlich gekühlt, künstlich ernährt und künstlich bedacht. Mit anderen Worten, ich würde da völlig verblöden. Ja. Also ich jetzt, jemand anders nicht. Ja, ich stelle es mir auch nicht so inspirierend vor. Obwohl das künstlich gekühlt werden würde ich jetzt auch nicht ablehnen. Wo sitzt du eigentlich am liebsten? Hier. Oder da. Oder da. Oder bei mir. Oder da. Da sitze ich zum Frühstück. Also. Es war schön, euch hier begrüßen zu dürfen und den Morgen mit euch und Mittag mit euch schwitzen zu dürfen. Das war mir ein Vergnügen. Uns auch, Dörte. Danke viel, viel mal. Aber jetzt gehen wir noch, alle in den Pool. Gehen wir? Ja, natürlich. Aber ich habe keine Badehose dabei. Ist doch egal. Die trocknet wieder. Also mit den Kleidern? Ja, natürlich mit den Kleidern. Ich gehe auch mit den Kleidern rein. Ja, das war für eine blöde Frage. Bist du ready? Oh, so schön. Dörte, du bist sehr lustig. Ich liebe Dörte-Style. Ja. Und jetzt machen wir noch Dörte-Dancing. Sagst du? Bist du bereit? Also immer diese Uferlupfen. Du musst mich Uferlupfen. Warte mal. Okay, Dirty Dancing. 1, 2. Go! Ich will ein bisschen sehen. Ich muss es noch besser machen. Also gut, nochmal einen Versuch. Das ist ein wunderbarer Übergang. Wir stechen jetzt sowieso in die hohe See. Wir gehen auf ein Segelschiff. Oh, wie schön. Ja, dort lebt eine fünfköpfige Familie. Okay. Ist gut. Was ist? Nichts. Ist es Trippe? Au. Ei, ich finde, wenn einer mal die Rippen anknackst. Also, wo genau? Bei meinen diversen Aktivitäten auf Mallorca. Und ab! Müssen wir zum Arzt? Ich kann nicht so gut einschnaufen und ich kann nicht lachen. Also erzähl mir nichts Lustiges. Wie lachst du? Oh. Ui, nein. Wir gehen jetzt auf Porzoyer zum Maxim Verbist. Und speziell an Maxim seiner Wohnsituation ist, er wohnt seit etwa 5 Jahren
mit seiner ganzen Familie auf einem Boot. Ankert er immer in Mallorca oder also fahren sie übers Meer? Mittlerweile haben sie in Mallorca ein bisschen Wurzeln geschlagen. Natürlich wegen seiner drei Kinder. Der Maxim, seine Frau, kommt aus Mallorca und er aus Belgien. Das ist flämisch-deutsch. Wie sind die Wellen heute? So Seemannsdeutsch, oder? Glaub nicht. Wo sind die Kurven? Wo sind die Kurven? Kurven? Wo sind die Kurven? Wo sind die Kurven? Links. Ist denn hübsch? Tramschiene. Komm, wir nehmen den 9er. Hallo. Hallo. Al kaputt? Sind die von Holland? Ah, die sind von Belgien. Können wir gerne noch mal die Sprache testen? Wir werden jetzt gerade einen belgischen Kapitän treffen. Sein Name ist Maxim. Ah, den Maxim kenne ich sehr gut, vom Schiff Icarus. Verstehen Sie mich, wenn ich sage... Hallo, Captain, how are the Kurve? Sag's noch mal. Hallo, Captain. Hallo, Kapitän. How is the Kurve? Wo sind die Kurve? Sorry, ich habe Maxim is a friend of me. Oh, really? Okay. Der Maxim ist ein Freund von mir und ihr trifft ihn jetzt. I have an appointment with Maxim now. Yeah. Sagen Sie ihm einen Gruß vom... Karl Kerkert. Ja. Karl Kerkert, ja. Zuerst muss ich mir den Satz behalten und dann den Namen. How sind die Kurve? No. Doch. No. Sen, how sen? How sen de Kurven? Ah, ja? Yeah. Ja. How sen de Kurven? Wo habe ich jetzt meine Sonnenbrille? Verliert seine Sonnenbrille. Es ist wirklich, heute nervt er mich ein bisschen. Das meine ich ernst, heute nervt er. Das Problem ist, wenn er seine Sonnenbrille bei diesen Leuten liegen lassen hat, dann schnurrt er jetzt wieder 5 Minuten mit ihnen. Hallo, Viola. Ich habe meine Brille gewonnen. Unsere Tempi sind heute einfach zu verschieden. Titz ist schwierig für uns. Oder du bist am Handy. Ich bin im Recherchieren. Nein, wir haben das Ziel. Willst du mir nicht anrufen? Du hast gesagt, ich darf mein Handy nicht mehr benutzen. Jetzt aber, darfst du aber ich schau schnell. Er hat mir einen roten Punkt geschickt. Der ist eigentlich da. Genau bei diesen Mülltonnen ist der Treffpunkt. Schöner Treffpunkt. Boah, das stinkt. Kannst du mir ein bisschen Sonnencreme auf meinen Kopf tun? Gerne. Aber nicht zu viel. Oh nein, ich traue dir nicht. Sicher. Ich schwöre dir eins. Ich kick dir in deine Rippen. Ich mache heute keinen Scherz. Ah, oh, ich habe glaube schon verbrannt. Danke vielmals. So schnell. Oh. 35. Leck mir, das ist ja wie die Badwanne. Wo ist der Maxim? Ist er das? Ich glaub's. Maxim? Eba! Eba! Hallo, Kapitän! Ja, man, welkom op land. Ja, Haus in de Kofen. Kofen! Aua! Aua! Nice to meet you. Freut mich, dich kennenzulernen. Viola. Hi, nice to meet you. Nice to meet you, Maxim. How you doing? All good? All good. Ja, wir sind froh, bist du da. Es ist so heiß. Yeah. Können wir aufs Boot? Yes, please. Hola.
Da ist das Boot, Icarus. Wir können es nicht verfehlen. Opa. Hallo! Hola! Your sons. Deine Söhne, redet ihr Spanisch oder Englisch? Spanisch. Okay. Okay. Kein Problem für uns. Kannst du dich geschwind heben, dann kannst du zuerst rauf. I have to get my stuff. Oh. Oh. Hola! Hallo, wie geht's? Sebastian! Sebastian und der Grösser heißt Hernan. Hola, sono Viola. Hola. Wenn ich zurück bin, legen wir los, aber zuerst muss ich meine Frau holen. Jawohl, die Frauen die kommen immer an erster Stelle. Aber ich geniesse es jetzt schon, ich sage es. Und die Piratenflagge hätten wir, könnten eigentlich losfahren. Er wird jeden Tag grösser. Hi, hola. Ja, nice to meet you. Or encantado. Hola. Hola. Hi. Viola, nice to meet you. Nice to meet you. Marta, mucho gusto. Freut mich. Encantado. Ich komme gerade vom Arbeiten und wollte mich schnell umziehen. Dirty clothes. Wo schaffst du? In einem Hotel. Gerade dort hinten. In der older building. Oh, aber es ist so viel schöner hier als am Land. Ja. Und es ist ja gerade nicht so heiß. Merkst du, wie das Wasser kühlt? Ja, ich bin gerade etwas besser drauf wieder. Ich auch. Okay. Frieda. Okay. Los geht's! Ist es immer noch etwas Spezielles für dich, hier zu stehen? Ja, ja. Yeah, es ist immer etwas Spezielles. The wind can change, the weather can change. Jeder Tag ist wieder anders. Aber es gibt dir immer noch ein gutes Gefühl. Ja, ja, ja. It's a bit of feeling like es gibt mir das Gefühl von Freiheit. Vor ein paar Jahren hätte ich es mir nicht träumen lassen, ein Boot zu haben und eine Familie. Ein Boot, suddenly, with a family. Wem seine Idee war es? Also ich wollte schon immer auf einem Boot leben. Bevor ich Marta getroffen habe, habe ich auf einem kleineren Boot gelebt. Aber für vier war es zu klein. Es hatte nur ein Bett. Wir haben ein grosses Boot gesucht und ein paar Jahre später hat Marta gesagt, schau dir das an. Icarus. Also du hast es gefunden. Genau. Du hast also auch auf einem Boot leben. Natürlich. Why of course? Als ich diese Bilder gesehen habe von dem Boot, hat sich mein Bauchgefühl gemeldet und ich wusste, das ist es. No another boat. How you doing, buddy? All good? Nice hat. Woo! Come with me to the Spitz. To the Spitz? Yeah. Yes. I love the Spitz. Woohoo! Und nur, dass es klar ist, ich spiele kein Titanic. Nein, wir spielen kein Titanic. Das macht jeder. Jeder geht für und sagt, I'm the king of the world. Ich kann aber. Ich heb dich. Ich heb dich. Das glaubt. Weißt du was? Wir machen es halt mir. Aber ich muss schon wieder lachen. I'm the king of the world. Danke, dass ich den Moment mit dir durfte verbringen. Und einfach, dass ich es gesagt habe. Ich will jetzt keine Titanic-Musik hören. Einfach nicht. Okay, dann müssen wir jetzt abstellen. Es wird schon lange gespielt. Es läuft schon lange. Aua! Ora contro il vento, eh? Vamos bien, vamos bien. Okay. And it's und es ist dein Boot. Ja, das ist auch gut so. Besser als ein Haus. Mit einem Haus kannst du nie hier. Es steht da und du musst der Bank jeden Monat zahlen.
every month. So a bit like this. With a boat, we're free. Mit einem Boot bist du frei. Es ist abbezahlt. Aber die andere Sache ist, du bist immer abhängig vom Wetter. Statt Zeitung lese ich immer das Wetter. Und so Ausflüge machst du das auch mit anderen Leuten? Ja. Also du lebst auf dem Boot und verdienst auch dein Geld damit? Ja. Ja. Genau. An Tagen wie heute gehen wir draußen ankern, essen etwas Kleines, gehen schwimmen, trinken etwas und dann gehen wir schlafen. Im Sommer schlafen wir auch draußen. Ein 1000-Sterne-Hotel. Einfach in den Himmel schauen und die Sterne bestaunen. Million-Star-Hotel, you know? Yeah, just look at the sky and see all these stars. It's beautiful. The anchor. Está bien? Sí. Arena? Sí. Also, gehen wir rein. Is it your construction? Du hast das alles so gebaut? Nein, ich habe vieles geändert. Ping-Pong! Cool. Das ist aber auch ein Esstisch. Ja, ja, da essen wir auch. Here's our dinner table, everything. Wie viele Betten habt ihr? So a lot of beds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Crazy. Yeah, but, Draussen sieht es klein aus, aber wenn man drinnen ist, ist es gross. It's big. A lot of space. Das ist das Bett von Dario. Cool ist, wie das Wasser da gerade raus ist. Du bist so nah beim Wasser. Aber es gibt keine Klimaanlage. Nein, wir machen das Fenster auf. Und dann tun wir das Teil mit dem Moskitonetz rein. Und dann luftet es mehr und es ist wirklich kühler. Das ist der Motorraum. Ja, ja, ja. I want to see everything. It's a big mama. Willst du mal runter, Viola? Im Maschinenraum? Ja, das war nicht schon immer ein Traum gewesen, Mann. Absolut. Nice, eh? So Derek is the engine. Das ist der Motor und die grossen Benzintank. Das sind zwei Wassertanks und das Heizungssystem für den Winter. The heating system for the winter when it's cold. Hey, jetzt ist richtig kühl da oben, gell? Hier war eine kleine Kochplatte, aber wir sind fünf, darum habe ich einen Kochherd reingebaut. Nice. Schöne Küche. Du hast das alles selber gemacht. Und das funktioniert? There you go. Yeah, it is. Heiß und kalt Wasser. Und das Wasser kommt vom Tank. Yeah, so the two tanks you saw in the engine room. Es sind zwei Tanks im Motorraum. The reserve and then in here. Let me check. Yep, some lights. Down here under this floor. Und hier unten sind noch mehr Tanks. More tanks. Eine da, da und noch da. Alles voller Wasser. Das gibt extra Gewicht fürs Boot. Yeah. Und das ist unser Zimmer. So this is now Mom and Daddy. Unser anderer Sohn schläft hier. It's so nice. And then this und das ist das Bett vom Hernan. Hier haben wir den Ankerraum, ziemlich gross. Für die Kette, Schutzflache und sonst noch Zeugs. And then we got the windlass and then all the fenders and a bit more sails and stuff and all the lines. Da ist der Kleiderschrank. Ja, aber vorher hat es hier extra WCs drin gehabt. Und für dich passt das so, du vermisst nichts. Ja. You don't miss anything. No.
Oh, I miss Airconditioning. Nur die Klimaanlage. It's convenient, I like it. Nein, nein, es ist besser als in einem Haus. Better than in a house. Okay, but in winter... Und im Winter ist es kalt? Nein, im Winter ist es... Das Kälteste ist 11 Grad. Okay. It's perfect. Und im Sommer bist du einfach am Schwitzen. Normal habe ich nicht so viel Kleider an. Ja, das ist nur für uns. Und normalerweise kommt man alle 5 Sekunden ins Wasser. Okay. Da kannst du duschen und rausschauen. Die beste Aussicht von allen Zeiten zum Duschen. Das erste Mal, dass ich bei dir fast eine Schweißperle sehe. Jetzt langsam kommt. I've never seen her sweating. Ja, so, also, but los, now. Let's go swim. Let's go. Come on, guys. Chop, chop. Yep. All right. In the summertime, when the weather is hot, you can stretch right out and touch the sky. When the weather's fine, you got woman on your mind. Danke vielmals dir und deiner Familie für das tolle Abenteuer. Ja, yeah, it was a pleasure. Thank you. Amazing. Icarus is alive. Very nice home. Yeah, man. I go on the top station now. Yeah, no, let's go down and do a chop. Was für ein Leben. Bestes Haus ever. Ding, ding, ding. Da geht es direkt zu unserem schon zweitletzten Haus unserer Mallorca-Tournee. Schon? Wenn Sie dann mal gehen, sie heissen Rudi Neuland und Anna Will. Und der Rudi, der hat eine Firma gehabt für den Verlag für Weiterbildungsliteratur. Vielleicht könnt ihr uns mit ihm noch mal ein bisschen Spanisch probieren. Oder ja, hast du aufgegeben? Ich weiß nicht. Ich finde es eine schöne Sprache, aber es macht einfach nur Ding-Dong in meinem Kopf. Mit 55 hat Rudi gesagt, er würde seiner wahren Passion frönen. Er hat schon immer den Künstler in sich gespürt. Soll ich hier im Schatten parkieren oder dort vorne? Oh, geh doch dort vorne. So da? Dort im Schatten oder da. Herzlichen Dank! Viola, freut mich sehr. Ich bin Anna. Hallo Anna. Hier kommt der Jan. Hier kommt der Jan. Hat sich ganz versteckt ich hinter kann dem durch. Kameramann. Hallo Jan. Anna. Herzlich willkommen. Danke. Ja, kommt. Naja, Rudi ist da, wo er meistens ist, am Arbeiten. Hallo Rudi! Rudi! Rudi hört nichts. Und so die Nachbarn, stört das nicht, das Geräusch? Nachbarn, keine Nachbarn. In der Nähe nicht so viele, nein. Hey. Okay, mach doch mal eine Pause. Hallo Rudi. Ja, hallo. Ihr seid ein bisschen spät, aber der Garten ist klimatisiert. Immerhin sind wir zu spät. Ja, natürlich. Jan? Ja, es war wegen Viola. Es ist immer wegen mir, aber eigentlich hat er natürlich super. Ja, das hat Zeit gebraucht. Wenn man das Ergebnis sieht, dann hat es sich ja gelohnt, hat sich gelohnt, oder? Ja, es hat sich gelohnt. Seit wann seid ihr dann hier? Also wann habt ihr das Grundstück gekauft? Vor 30 Jahren. Ja.
Eine Ruine auf einem Acker haben wir damals gekauft. Es war einfach nur ein Feld. Und was hier passiert ist, dass jeder einzelne Baum ist von uns gepflanzt. Ja. Dann machen wir eine Runde. Ja, wir machen eine Runde. Und die Kunst ist alles von dir? Ja. Und was läuft besser? Die kleinen Sachen, oder? Und das ist das richtige Wort. Es läuft nichts. Weil ich bin kein marketingorientierter Künstler, sondern ich mache die Kunst für mich. Und wenn es dann Leute gibt, die das haben möchten, okay. Und da läuft ihr dann so durch und bestaunt glücklich deine Kunst? Oder wieso hat es hier so einen Weg hindurch? Tja, ein Weg durch einen Garten ist ja gar nicht so ungewöhnlich. Das ist so, ja. Das goldene Ei. Ja, das wiegt wirklich 400 Kilo oder so etwas. Jan möchte die Dinge jeweils anheben. Das ist aus Beton. Das ist aus Beton. Der Hintergrund dieser Skulptur ist so das Organische, also ein Flussstein. Und es hat auch so eine gewisse Leichtigkeit, natürlich auch durch das Gold. Hier ist die Boccia-Bahn. Genau. Wir spielen immer Frauen gegen Männer. Ja, grundsätzlich. Okay, das gefällt dir, hä? So. Die Dame wirft das Schweinchen irgendwo auf die Buhlbahn. Ja. Und du wirfst deinen ersten Ball so nah an diese kleine Kugel dran, wie es geht. Gut. Ich den Kameramann erschießen. Das ist ein schöner Gut. Wurf. Ja. Ja, das ist jetzt nicht gut. So. Ja. Schön merkst du es selber. Jetzt kommt der Gegner. Das ist auch mein erstes Mal. Tut mir leid, Anna. Was? Das macht man so. Okay, ich würde jetzt sagen, du bist fast weiter weg als ich. Ich hoffe auch, dass du selber merkst, dass es nicht so gut war. Nein. Ja, doch. Ja. So, du wirfst ihn jetzt an das rote Ding dran und hast gewonnen. Ja, mach nur. Dann bin ich nachher disqualifiziert. Nein. Ja, also, wer sagt's denn? Ja, gewonnen. Beide haben alles gegeben. Ich freue mich auch für dich. Danke. Und was war das mal, Rudi? Eine alte Bauernfinker? Ja, das war eine Bauernfinker. Oh, schön kühl, schön angenehm, ne? Ja. Und hier wollt ihr wirklich bis ins Eingemachte? Sicher. Ja, komm. Deswegen sind wir hier. In der Küche zum Eingemachten. In der Küche zum. Es gibt nicht so viel Eingemachtes. Ja, als wir damals vor der Wahl standen, was machen wir hier? Wird das modernisiert oder so? Dann haben wir gesagt, nee, lass es. Lass es irgendwie so mit diesem ganzen Zeug und hier hinten drin. Hier waren die Tröge von den Schweinen. Die habe ich zugemacht. Und hier wurde das Futter im Haus halt eben da reingeschüttet. Okay. Ne? Und dann haben die hier gefressen. So schön hier. Das gefällt mir. Ja, und hier waren wirklich noch die Tröge, wo die Esel gefüttert wurden. Man sieht hier ist der Eselstall. War der Eselstall. Das war der Eselstall. Die Kleinkunst wird hier gemacht. So schön. Macht ihr eigentlich beide Kunst? Nein. Ich nicht. Ich bin für die ganze Verwaltung der Kunst zuständig. Also ich habe ja große Freude. Ich erlebe ja alles mit und ich gucke auch und sage, aufhören, es reicht. Oder ja, manchmal muss man einen Künstler auch stoppen. So, Anna, du führst nach oben. Gut. So, noch ein Blick in den Master's Bedroom. In den Leseraum. In den Leseraum. Schön.
Ein Platz, wo man es im Moment auch nicht aushält. Ja, habe ich mir gedacht, ist wahrscheinlich zu heiß. Aber so im Frühjahr oder so, ganz nett. Ich kann es euch nicht ersparen, aber hier da gibt's noch mal was. Hier muss man hoch. Kunst! Die Kunst. Das zum Beispiel mallorquinische Erde. Wirklich Erde. Aha. Vom Feld. Natürlich mit Zusätzen, die ich nicht preisgebe. Outdoor-Pool im Moment ist einfach keine Erfrischung. Mhm. Wir sind jetzt 30 noch Grad. Testen. Ja, natürlich, ich habe euch doch geschrieben. Handtücher liegen schon da. Darf man hier reinspringen und die Bilder nass machen? Auch. Also springen tun wir eigentlich nicht, muss ich sagen. Ja, eben. Auch. Man macht eine Arschbombe. Ah, das macht man. Gut. Genau. Okay, ich filme. Ja. Sind ihr ready, Jungs? Drei. Ja. 2, 1, 0! Wo geht's? Wir haben mit dem Bierkönig gestartet auf Mallorca und wir beenden die Sendung quasi so wie der Gartenkönigin von Mallorca. Was für ein Bogen? Ich liebe Bögen. Und Gärten? Ja, ich finde es schön. Also kein übermäßiges Interesse an Gärten, spüre ich da raus. Nein, es weckt jetzt nicht wahnsinnig viele Emotionen. Außer ich komme natürlich Blumen geschenkt. Hast du es gehört? Ja. Sie, die wir jetzt besuchen, sie hat es auch nicht immer schon mit Gärten. Sie ist eigentlich zu den Gärten ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, wenn man so will. Und ist der Titel Gartenkönigin anerkannt oder hat sie sich den selber gegeben? Den habe eigentlich ich ihr gegeben, weil er so gut gepasst hat mit dem Bierkönig, damit wir einen runden Kreis haben. Gartenkönig. Apropos Kreis, Kreisel. Nein, leider nicht. Da. Nicht mit dem Fragezeichen reden. Da. Alles geradeaus. Leute. 2. Fahr mal rein. So geil, das habe ich gemeint. Die Zeit tut mir nicht gut. Ich habe gemeint, das ist ein Giraffe. Als ich kurz angeschaut habe, an den Hals. Es ist Zeit, dass wir gehen. Ah. Wir können ihn einfach dort anstellen. Da? Ja, neben dem Kopf rechts. Hallo! Oi! Du siehst aus wie Helen. Ich bin Helen. Jan. Freut du siehst mich. Aus wie ein Vogel. Ein bunter Vogel. Ja. Hallo, Helen. Hoi. Viola, freut mich sehr. Helen, gut, hast du flache Schuhe an. Die High Heels gehen bei uns nicht. Wieso? Bin ich bekannt dafür, dass ich mit High Heels durch die Welt laufe? Nein, bist bei mir überhaupt nicht bekannt. Herzlich willkommen. Danke vielmals. Ich finde, ihr habt ein bisschen heisses Wetter ausgesucht, um zum Drehen auf der Insel. Oh ja, wem sagst du das? Wir haben es herausgefunden mittlerweile. Das ist der Christian, oh, Mima. Erste Szene endlich. Hallo Christian, Viola, freut mich. Ja, freut mich. Meine bessere Hälfte, die mir den Rücken frei hält, damit ich da ein bisschen Chaos anrichten auf der Insel. Du tust Chaos anrichten? Ja, wir tun ein bisschen Chaos anrichten auf der Insel. Da habe ich aber anders gehört. Kommen wir noch rein. Wem seine Idee ist denn mit den Gärten? Niemandem seine Idee. Das war ein Unfall.
Wir haben das Grundstück gehabt, und das Grundstück hat einen Garten gebraucht. Und mein Mann hat ziemlich Nerven. Er hat mich dann irgendwie ein Jahr lang gefragt, was machen wir mit dem Garten. Und dann haben wir angefangen, Bücher zu kaufen und haben den ersten Garten entworfen. Und der ist dann relativ gut rausgekommen. Dann haben die ersten Freunde und Leute aus Deutschland gefragt, kannst du uns helfen? Und so hat es daraus ein Gartenbauunternehmen gegeben mit 65 Leuten. Wir kommen ja von ganz anderen Ecken. Christian war ein Banker und ich habe ein bisschen Personal vermittelt in der Werbung. Also ich war Headhunter. Mhm. Dürfen wir die Hunde rauslassen oder haben wir ein Problem? Wir haben schon so viele Hunde gesehen. Ja, wir sind schon auf einem Tiergnadenhof. Was sind es denn für Hunde? Alles so Strassenköter. Ah. Und die dürfen hier im Garten umeinander. Ja. Okay. Okay. Alles gut. Ja, Gaston. Das ist der Jan. Ja. Hoi! Ja, du bist nicht hier. Oh, mit Kuss. Hoi! Mit Kuss. Hoi, Gaston. Wow, wow. Das ist ein Herzig. Oh, du! Kommt rein. Ja, rein. Ja. Danke rein. Sehr. Einsteigen. Was für eine massive Küche. Ich weiß, das ist vielleicht eine blöde Frage, aber das ist jetzt eure Privatküche? Oder weil ich nehme an, da gibt es noch Gartenküche. Und, Also, Aussenküche haben wir den Führring. Den Grill haben wir nicht mehr. Wir arbeiten am Führring, wenn wir Einladungen haben. Und weil wir so nah sind, haben wir innen und außen. Also haben wir nur hier Küche. Ja. So. Mein Wasser. Wie habt ihr es mit der Hitze und den Pflanzen jetzt gerade im Moment? Was bedeutet das jetzt für euren Garten, wenn es so heiß ist? Du hast ganz viele Pflanzen, die zum Beispiel entweder haben Haare an den Blättern, wie der Salbei vielfach, oder wo das Blatt zusammenrollt. Das heisst, sie haben weniger Verdunstungsfläche. Also das heisst, ihr habt auch geschaut, dass quasi, die richtigen Pflanzen sind alles trockenresistent. Auf der Insel stehen und trotzdem brauchen auch Wasser, oder? Wir brauchen auch Wasser, aber Hans! Hans! Wer ist der Hans? Der Hans hat geübt, er kann Schweizerdeutsch. Hallo Hans! Hallo Hans! Hallo! Was machst der Hans du ist unser Landschaftsarchitekt und er eigentlich macht die meisten Kreationen nie. Zu früher habe ich das noch selber gebastelt. Und sein Garten wird nie bewässert. Null. Überhaupt nicht. Also es gibt Pflanzen, die ohne Wasser rauskommen. Aber das mag nicht jeder. Also einen Garten komplett ohne Bewässerung muss man mögen. Starten wir im Haus oder im Garten? Ich finde, im Garten könnt ihr starten. Und du machst Pause? Ich bleibe schnell bei Ihnen noch. Aber ihr habt da eine gute Vertretung. Also gut. Hasta luego. Wir sehen uns gerade wieder. Ciao. Also wir haben im ganzen Garten kein Zentimeter Rasenfläche. Null. Null. Und machen da stattdessen zum Beispiel Rosmarin. Das ist alles Rosmarin. Dort haben wir den Wespenpool. Ja. Sind das Seerosen? Ja. Und die tust du extra quasi so anziehen, dann, dass sie nicht aufs Konfibrot kommen? Das ist ganz komisch. Also, die sind hier und am Esstisch nie. Aha. Ja. Eben. Aber das habt ihr nicht so gewusst. Das war Zufall. Nein. Wie gross ist der Garten? 15.000 Quadratmeter. Du musst schauen, dass das Unkraut unter Kontrolle bleibt. Mhm. Weil sonst jäten ist auf dieser Fläche gar nicht möglich. Ja. Wie lange regnet es denn hier normalerweise nicht? Letztes Jahr zum Beispiel war Katastrophe. Da hat es Juni, Juli, August nicht geregnet und wir hatten 42 Hitzetage. Ja, jetzt kommen wir nachher auch. Hundstage. Wenn man quasi schafft, wo man wohnt, tut man sich da zugestehen, einfach mal schnell ein bisschen im Pool baden, ein bisschen chillen im Garten oder nicht? Nein, weil wenn du hier lebst, dann meidest du eigentlich die Sonne, weil du hast sie jeden Tag. Ja. Und wir gehen also zum Beispiel nie an den Strand. Also kannst ja schauen, weißt du? Schau mal hier. Oh ja, richtig. Ja. Nicht? Das ist Arbeiterbräune. Das ist die mallorquinische Bräune.
Also, die Küche habt ihr jetzt gesehen. Das ist unser Esszimmer. Und da hängen wir auch im Winter ein bisschen vor dem Schminken und lesen mit den Hunden und so weiter. Und dann haben wir unsere Stube rausgerührt und haben hier das Büro eingerichtet. Das ist dann mal ein Büro. Nein, nein, Plastikpflanzen. Ja, logisch. Oh, Viola, du bist angekommen. Oh, mein Herz schlägt höher. Schau dir hier oben noch mehr Plastikpflanzen. Ich dachte, das ist ein absolutes No-Go bei dir. Ich habe mich fast nicht getraut zu sagen, dass ich Plastikpflanzen zuhause habe. Du, Indoor, wir haben so viel zu tun draussen. Meinst du, ich will das Gebrösel noch drin haben? Eben, es geht mir gleich. Da hinten ist auch alles. Ja, alles Plastik, alles Fake. Ah, aber cool, Papagei. Hauptsache, der ist echt. Passt zu meinem Herz. Das ist mein Lieblingsräumli. Mein Fernsehzimmer, die Bibliothek und. Da wird man gut reinlegen. Genau. Das ist unsere Gästewohnung. Und dann haben sie auch ihre eigene Küche. Ja. Wir hängen nicht so aufeinander oben und jeder hat seine Privacy. Das finde ich eigentlich noch relativ wichtig, wenn Leute so 10 Tage oder 2 Wochen bleiben, dass sie sich zurückziehen können. Und natürlich ein privater Patio. Ah, Patio. Da kannst du die Türen zumachen und dann kannst du im Prinzip alle Fenster offen lassen. Und dann hast du deinen geschützten Garten. Ist das Haus eigentlich schon gestanden, wo du das Grundstück... Es war eine Ruine. Es sind wirklich eingefallene Dächer und Millionen von Tauben. Es ist nichts mehr gestanden. Es war unbewohnt, etwa 50 Jahre. Und die Ruine haben wir dann wieder aufbauen. So, ein guter. Also, zum Wohl. Schön, dass Sie da sind. Danke vielmals fürs Kommen. Nächste Woche. Tschüss zusammen. Danke vielmals. Gerne geschehen. Gute Reise. Tschüss. So, das wär's gsi. Wie hat's dir gefallen, unser Ding Dong Spezial? Sehr. Schön, interessant. Vor allem hat es mir sehr gefallen mit dir. Ich weiß. Danke. Etwas stresst mich allerdings. Ich habe kein einziges Touristenfoto. Können wir das noch nachholen, bevor wir zurückfliegen? Die Kathedrale von Palma? Ja. Läuft der Regenrücken durch ab? Und noch weiter. Schaut, wie schön! Perfekt! Ja, super Idee. Ja. Gell? Und keine Menschenseele da. Eben, das war das Ziel. Silvio? Foti? Ja. Okay. Noch irgendwelche Wünsche betreffend Pose? Du bist frei. Freestyle. 3, hä? Ist gut. Okay. Hey, kannst du ein Anweisungen geben? Okay, und Unos. Dos. Stress. So, jetzt bleibt so. Und zwar bis am nächsten Freitag. Da sehen wir uns nämlich wieder mit Ding Dong von die Hai. Danke vielmals, sind Sie bei unserer Reise da quer durch Mallorca mit dabei gewesen. Ganz schönen Abend und ade miteinander. Olle. Ach, olle. Ding Dong ist Ihnen präsentiert worden von der Bauarena, die ganzjährige Baufachmesse in Falkenswil. Sie bauen, wir beraten. Bauarena.ch